sind auch gar keine Worte. Ich fahre jetzt zurück zum Tauchclub. Dann zum Compound einkaufen. Dann komme ich zum Autohaus und räumen wir da mal auf. Die einzigen Sites, bei denen es Unterschiede gibt, das sind die Häfen. Da gibt es nämlich zwei verschiedene von. Ich kenne auch beide noch nicht, aber viel zu holen ist da irgendwie auch nicht.
So, mir fehlen noch eine Flasche und zwei Taucherflossen. Für einen Tauchkurs. Zu wenig. Zu Tja, was nimmt man denn für einen Taucheranzug? Ich habe keine Ahnung. Scrap. Und wie viel? Alles 25 Scrap.
So. Sage mal so. Da ist ja erstmal nichts verkehrt worden. Nochmal bitte. Da ist ja auch erstmal nichts verkehrt worden. Nee. Das stimmt wohl. Diese Laternen, die man irgendwo hinstellen kann, die sind total geil, weil es gibt so viel. Du kannst sie auf die Workbench stellen, du kannst sie auf irgendwelche Felsen stellen, wenn du so in die Felsen reingebaut hast, weißt du? Was ist jetzt los? Auf Kisten kannst du sie draufstellen. In die Regale. Auf die Automaten. Komm, dann mache ich noch eine kleine Runde. Türen zu. Das war auch nicht so schlau hier.
Das war gar nicht so schlau. Moin Darius, ist das die Postmodern Jukebox? Finde ich auch total geil, schon seit Jahren. Sehr schön. Da habe ich auch mal einen ganzen Abend bestritten, nur mit Musik von denen. Und Ähnlichem. Das war so eine 20er, 30er Jahresparty. Und nachher uferte das aus und dann habe ich angefangen, so Sachen zu spielen. Kam gut.
ich mal den hier. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going Output, da kommst du gar nicht mehr hinterher. Ganzen Trend losgetreten. Das hier finde ich ganz schön. Den Typen an sich. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie
torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, Grey Goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood. That kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked a code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, Grey Goose tripping in the bathroom, stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, or tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood. The kind of luck just ain't for sind auch nicht nur Musik, also auch die Videos sind immer sehr geil. Da kann man sich ruhig auch das ganze Video immer angucken. Ich weiß leider nicht, wie ich das hier einbauen kann. Muss mal googeln, klar. So, Picture in Picture mäßig. Der Typ, der das gerade sang, ist ein 2 Meter großer Clown. Und das sieht schon ziemlich geil aus.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell the green fields from the cold steel rain? Smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort to change that you exchange, a walk on part in a war, for a lead role in a game. Fünf Metal Blades, okay.
Leute sollen sich doch wohlfühlen, die Kunden. So, jetzt aber los. In den Sonnenuntergang. Thank you.
einzelne Stück jetzt. Ich finde es gerade nicht. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob es das ist. Dann nehmen wir mal das hier. Das passt. Street, that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead us there are winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. I don't believe that anybody feels the way I do about you. All the roads that lead you there are winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. Gerade üble Lexie wieder gehabt.
was vergessen? Und plötzlich voll. Nicht so gut. Ich habe sie schon mal aus dem Auto rausgeschossen. Sicher.
schon abgeworfen. Licht aus jetzt. Ich sehe den schon gar nicht mehr. Bestimmt schon runtergekommen. Was geht denn?
Also seit ich den Schalldämpfer abgenommen habe von der AK, mache ich die viel schneller platt. Ja, bei dem bemerken dich doch eher, oder? Es ist laut, ja. Sehr viel lauter. Aber mit dem Schalldämpfer machst du über 20% weniger Damage. Das heißt, du musst dann schon mal irgendwie zwei Schuss noch drauflegen. Und die sind halt auch nicht schlecht. Ja, also besser die zuerst tot als du. Nur tote NPCs sind gute NPCs. Wie war, wie war. Und die respawnen halt auch nicht direkt, also wenn du die erstmal weggehauen hast. Und die nächsten Sites spawnen, dann sind die erstmal ohne NPCs, dann hast du erstmal ein bisschen Ruhe.
ich mal sehen, was ich hier eingekauft bekomme. Der Admin hat uns ein bisschen Ressourcen dazugegeben beim Autohaus für den Upkeep. Also jetzt nicht irgendwie so von wegen, ich kann irgendwie 10.000 Steine spawnen lassen. Und davon ein Dutzend Mal. Also 10.000, 20.000 Holz war das, glaube ich, schon. Watchist. Hello, my friend. I'll be there. So, 250 Fragmente kann man auch kaufen. Man kann Fuel kaufen. Das können wir nicht verkaufen in den Automaten und auch nicht als Zahlungsmittel annehmen, außer da hat sich was geändert. Muss ich gleich mal checken. Tausend Steine. Fünfzehntausend Holz, aber die sind ja richtig teuer. Das war's. So cool. Okay. Dann wieder nach Hause. Man darf hier auch nicht laufen, dann werden die sauer. Laufen ist verboten. Hm.
durch den Zerfall fehlt mir hier auch ein Schild, okay. Holz. Ich mit meinen Kopfhörern nicht. Yo, VB. Chef, entschuldige, ich verstehe gerade gar nichts, weil im Stream Musik läuft. Sorry. Ich brauche einen Mixer, dann kann ich das auch steuern. Also bin ich völlig aufgeschmissen. Sorry, ich höre, dass du was sagst, aber ich höre dich nicht. Ich verstehe gar nichts. Kurz offline, muss neue Netzwerktreiber installieren. Okay, bis gleich. Jetzt ist vorbei. Nee, dann verstehe ich leider niente, nada. Gar nicht. So, ich komme dann jetzt mal zum Autohaus. Stuff. Das bleibt hier. Das können wir mitnehmen zum Schreddern. Und Schilder, genau. Super. Jetzt muss ich das nur überleben. Natürlich ganz hier hinten rumfahren, aber ich fahre gerade durch. Wobei hier war auch ganz gut, um den Wald rum. Okay.
mach mir echt mal so Straßenschilder. So Offroad. Hier lang, da lang, rechts, links. Quält man sich aber auch durch die Landschaft. Warum gehen deine Schilder nicht kaputt, Darius? Verstehe ich nicht. Also ich gönn's dir natürlich, aber warum gehen meine kaputt? Warum geht die Farbe ab? Why? Oh, da steht der Airdrop. Ich dachte, Darius hätte den abgeholt. Übliche Scheiß natürlich. Das ist Luxus, die Dinger einfach stehen zu lassen. Wow. Das Äquivalent von Torkeln. Völlig besoffen Auto fahren. So, wieder da. WB. Netzwerktreiber, hast du den Rechner neu aufgesetzt? Nee, ich hab's so einen komischen Chila-Netzwerkadapter, ich ein NSI-Board hab. Und da ist irgendwie Memory Leak drin und ich hatte jetzt gerade eben einen Spielabsturz, weil 32 GB Arbeitsspeicher verbraucht werden. Was? Du hast 32 GB Arbeitsspeicher? Jo. Okay, was machst du damit? Satelliten steuern? Nix. Nix. Die waren günstig, wie ich einen Rechner gekauft habe.
Okay. Oh, hier ist eine Mine. Die kann man auf der Karte kaum erkennen. V28. Das ist schon mal gut zu wissen. Die kann man auch wunderbar lang fahren. Das ist ja noch besser zu wissen. Ich glaube, ich eine gute Strecke gefunden, abseits der Straße. Auf der ich mich nun bewege. Bin gleich da. 32 Gigabyte, ja. Ich glaube, Darius oder Dan waren das, die meinten, ich habe 12 Gigabyte und die meinten, ich sollte mir auch noch so ein, also 16 wäre nicht schlecht. Würde mir vielleicht hier so ein bisschen das Ruckeln ersparen. Oh, Alter. Vielleicht auch, wenn die Bundesliga eine Pause hätte und das WLAN ein bisschen freier wäre. Also wenn jetzt hier blaue wären, ich wäre schon tot. Ja, sag das nicht so laut. Hinten noch springen sie irgendwo hin. Vorhin waren hinterm Sockel von den Hochspannungsmasten einer versteckt im Dunkel ohne Lampe an. Der hat mich schon hinterher zerschossen. Ohne Lampe. Ja, ich hab sie zumindest nicht gesehen. Ja. Naja, die KI von denen wurde verbessert, das Aiming auch. Ja. Ja, ich war quasi 5 Meter vor dem gestanden, wie er mich erschossen hat. Ich war quasi direkt reingelaufen. Ja. Oh ja, da läuft schon wieder einer rum. Direkt am Parkplatz. Hast du meinen coolen Aussichtsturm gesehen schon? Ja. Das ist echt ein krasses Teil gebaut. So, ich bin fast da, ey. Einer vor mir, einer hinter mir. Hast du denn das coole Autohaus schon gesehen? Ja, das ist auch spektakulär geworden. Und da fehlen mir ein paar Hausschlüssel. Ich bin hier nirgendwo reingekommen. Hinten rum. Die Eingänge habe ich gesehen. Abgieb von 12.000 Holz. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das alles nicht falsch mache. Oh, alles klar, Holz fehlt. Holz, Stein. Okay. Also so, 3 Tage. Tada. 3 Tage ist auch geil. Okay, um Holz hapert's gar nicht.
Aber ich habe zum Beispiel den Boden. Der Boden muss auf jeden Fall Stein sein, da wo die Autos draufstehen. Das muss Stein sein. Da habe ich jetzt aber auch knapp 2000 Darius, ich bin nicht online. Du hast dein Basis bei mir? Was? Wie meinst du das? Ich habe mein Basis bei dir? Und 98 Kilobit gerade. Da lief gerade einer rum. Ich habe, das hörte sich an, als stünde der direkt vor der Tür. Aber der ist ziemlich weit weg, noch hinter dem. Hinter dem Parkplatz. Obwohl, ne, jetzt ist er genau unter dem kaputten Turm. Ich mache mal die Tür zu, besser. Mein Turm hat immerhin einen Abkeep von knapp 6000. Ja. Auch nicht schlecht. Nein. Nein. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Vier Tage, 9 Stunden. Vier Tage, 18 Stunden. Aber dann kann ich das Holz nutzen für Schilder. Tage 20 Stunden, das ist okay. So, ah ja. P liegt immer noch hier. Diego haben sie auch leer gemacht. Mann, nee. Ich ziehe die jetzt mal aus und leg den hier Zeug hin. Eine halbe Stunde gebraucht, um die Autos hier hinzustellen. Alle so schön in Reihe.
Ja, aber da fehlen auch schon wieder Autos, oder? Da sind irgendwelche weggefahren. Da sind schon welche weg, ja. Also unten waren zwei weg und hier oben zwei. Und du kommst ja einfach durch die Tür rein. Sehe ich gerade. Hat hier so eine Shop-Tür reingemacht. Da wo der Teppich liegt. Kein Problem. So, wie machen wir das denn jetzt? Fangen wir einfach mal unten an. Erstmal ein bisschen aufräumen. Blaumänner gesehen, als ich kam. Naja, die sind auch entweder despawned oder die ganz nah waren, habe ich umgelegt. Bei dir hier ganz nah? Ja, genau, die ums Autohaus rum. Okay. Dann bist du jetzt der Autohaus-Hausmeister. Autohausmeister. Naja, es geht einigermaßen. Also die Thompson ist damit so gut geeignet. Ich bin da auch mehr der Sniper-Typ. Nee? Nee, ich bin eher der Sniper-Typ, aber mit der Thompson kann man nicht so gut snipen. Dann werde ich mal gucken, ne, die Bolt kann ich ja noch nicht bauen. Aber ich schau mal, dass ich dir eine besorge. Darius kann die bauen, die kostet so 50 HQM. Und die ist richtig schön zum Snipern. Okay. Schief angeguckt ist der Baum umgefallen, ein Schlag.
sorry, do I? Was ist das denn jetzt wieder?
habe ich ja Schwimmflossen und alles. Hab die nur noch nicht rübergebracht. Super. Thompson hast du eine AK? Nee, AK habe ich auch keine. Ich habe eine, die müsste ich reparieren. Der Reparaturtisch ist unten. Ich baue mal hier einen neuen. Oder warte mal, Darius hat die doch bestimmt auch im Shop, die Bolt. AK kostet bei ihm 150 High Quality Metal, okay. Python 500 Scrap hat er nicht. Und mehr kann ich da nicht sehen. Ist echt ein bisschen doof mit den Shops, dass die sich so überlagern, wenn die nebeneinander stehen auf der Map, kannst du da kaum was erkennen. Also eine AK ist auf jeden Fall schon mal besser als eine Thompson. Das ist alles nicht so dringend. Ich habe eine AK und ich kann die auch bauen. Von daher egal. Und wenn die AK dann down geht, ja, dann kannst du die halt erforschen selber. Also bevor die ganz kaputt geht, da musst du aber drauf achten. Wenn die ganz kaputt geht, dann kannst du die nicht mehr erforschen. Dann kannst du aber auch nicht, du kannst sie aber auch nicht reparieren, bevor sie, wenn du sie noch nicht erforscht hast. So. Ja.
hast dein Basis bei mir. Verstehe ich nicht, Darius. Ich bin nicht online. Natürlich bist du online, sonst könntest du ja gar nicht quatschen. Verstehe ich nicht. Oh, und ich muss gleich weg. Dieser Blaumann hier an dem kaputten Strommast, der ist ganz schön schräg unterwegs. Und wie gesagt, wenn du die weghaust, dann dauert das erstmal eine Weile, bis sie da wieder auftauchen. Sechs Zuschauer habe ich gerade. Nicht, dass sie alle wild durcheinander chatten. Ich sehe das leider nur hier mit meinem Stasi-Tool. Schade eigentlich, ne? Schade. Das mache ich noch eben. High Quality Metal und 35 Holz. Was kostet die Arcade, wenn ich die neu baue? Oh ja, oh ja, oh ja. Das kann man machen. Das kann man echt machen. Reparieren. So, die ist
60%, 70% hat die noch. Dann gebe ich dir, was brauchst du denn noch? Zielfernrohr, ne? Leider habe ich keinen 4er Zoom, oder? Den haben wir auch noch nicht erforscht. Oder? Nee. Dropboxy von innen oder außen einbauen, das sind die automatischen. Von innen einbauen. Kannst du Munition bauen? Bisher noch nicht, aber das ging daran, dass ich sie noch nicht erforschen konnte, weil ich noch eine 2er Workbench hatte, glaube ich. Hm? Also hier die Tür ist offen. Da kannst du, du kannst dann auch die Workbenches hier benutzen. Und hier sind 1, 2 und 3 in dem von dir aus gesehen rechten Turm. Da kannst du das dann machen. Research Table, der ist ganz oben im dritten Stock. Und im dritten Stock ist auch die Workbench 3 und der Research Table, ja. Muss nur aufpassen, da ist kein Dach drauf. Wenn der Hubschrauber kommt, dann musst du runter in den ersten Stock. Zweiten. Also wenn du hier nicht reingekommen bist, dann warst du nicht sehr clever, Chef. Ne, das da war schon. Das habe ich alles nicht. Ja, und wo kamst du nicht rein? Bist du gerade zu Hause? Ja, ja. Unten sind, glaube ich, ein paar Sachen, die zu sind. Ja, aber es ist alles miteinander verbunden. Also wenn du irgendwo reinkommst, dann kommst du auch in den Rest. Dann habe ich es nur nicht gerafft, dass ich auf der Innenseite von der Tür war vielleicht. Alter, wie viele Stockwerke sind es denn? 10. 10? Ich wollte oben 2 Überhang bauen, dann im 10. Stockwerk, aber das ging nicht. Okay. Jetzt höre ich dich gerade, du quatschst doch ingame. Ah, dann ist das wieder aktiviert irgendwie. So. So, ja. Hallo. So, die AK ist hier drin. In der Dropbox. Können wir die glatt... Ne, warte, Submit. Sorry. Und Munition. Dann musst du dir halt eine Patrone nehmen, ne? Und dann kannst du die erforschen. Okay.
wenn man dann rausguckt, anfliegen von oben. Das ist spektakulär. Nochmal bitte? Müsste man den Ausblick angucken von oben, das ist spektakulär. Mein Outfit? Ach, den Ausblick. Den Ausblick. Oh ja, ja, ja. Gerne. Dass es hier keine Fallschirme gibt, ne? Heute startet doch irgendwie jedes Spiel schon mit einem Fallschirmabsprung. Ja, oder Wingsuit oder sowas. Bitte? Oder ein Wingsuit. Das habe ich nicht verstanden. Oder einen Wingsuit. Ein Wingsuit? Yep. Okay. Oh, da sind Ecken abgebrochen. Ja, hier auf der Ecke. Spektakulär, die waren mal da. Da waren so kleine Balkone. Warum die weg sind, verstehe ich nicht. Hm. Das ist baufällig, der Turm, verdammt. Das habe ich noch nie probiert, aber vielleicht kannst du die ja... Nee, das hat mit der Stabilität nichts zu tun. Nämlich reparieren, weißt du? Wow. Die Banane ist gerade unterwegs. Das ist echt Hammer. Hammer hoch. Auf jeden. Stell dir mal vor, du hättest das da auf dem Berg gebaut. Dann könntest du hier wirklich die halbe Karte übersehen. Hier M29. Also im Westen. Aber da hinten sieht man die Tankstelle. Das sind drei Grids. Man sieht den Trainyard. Das sind vier. Den Mining Outpost könnte man sehen, wenn die, wenn der Wald da nicht zwischen wäre. Heftig. Ja, Respekt. Ich habe schon höhere Türme gebaut. Aber, ja, mal gucken, vielleicht baue ich in der Mitte noch höher. Aber dann halt einfach nur noch einen Treppenturm. Ja, ja, war bei mir auch 2x2. Und ich habe das mit Netzen gemacht. Also gar keine Treppen. Zum Hochklettern irgendwo. Ja, ja. Also 2x2, ne? Und dann mit diesem Rahmen, Netz rein, dann zweimal um die Ecke, immer so
Du bist quasi da hochgegangen, also bist hochgegangen und dann zweimal ums Eck und dann ging es wieder hoch und zweimal ums Eck und wieder hoch. Und hab diesen, ich weiß nicht, kennst du Wacken? Das Festival? Bringen Sie mir die Arbeit abweichen. Dieses Metal Festival. Und da gibt es so, das ist ein Riesen, das findet auf so einem Riesenfeld statt. Und an diesem Feld steht halt so ein alter Mühl-Siloturm. So vierstöckig oder so. Und den haben sie völlig schwarz angemalt, Wacken-Logo drauf. So ein, was ist das eigentlich? Ja, so ein Knochenschädel von irgendeinem, von einer Kuh oder einem Stier oder so, auf jeden Fall mit Hörnern. Und ja, das Ding habe ich dann einfach nachgebaut auf einem Berg vor ein paar Vibes. Da gab es hier aber noch keine Building Protection und dann hat uns ein, kam irgendwann so ein Stream Sniper und hat uns angegriffen. Und dann ja, den halben Turm weggehauen. Slugs of the World sinnen. Hast du den größten Rust Fake schon gesehen? Sagte einer im Stream. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich den schon gesehen? Und welcher ist der größte? Und was bedeutet Fake? Fragen über Fragen. Chef und Zuschauer, ich muss eine Pause machen. Ich muss mal weg. Ja, ich bin dann wahrscheinlich nachher auch schon etwas da. Ich denke, ich mache so noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Üb mal ein bisschen mit der Bolt. Ich stelle da unten ein Target hin. Ja, Bolt mit der AK. Ich denke, du kannst mit einer Waffe umgehen, also muss halt den Haltepunkt finden, ne? Ja, normal schon. Und da ich irgendwann vom Revolver direkt auf die Bolt umstieg, hatte ich da ein bisschen Probleme mit der AK. Weil ich einfach die Range gewohnt war dann. Dann habe ich irgendwann habe ich mir einen Vierer Zoom auf die Python geschnallt. Und die war auch in dem, siehst du, die fällt mir gerade ein, die war auch in dem verschwundenen Anleger. Scheiße. Aber die kann ich mir bauen. Und dann hatte ich halt einen Vierer Zoom auf dem Revolver. Das war auch geil. Komischerweise ist auch noch ein Eck vom Turm abgefallen, obwohl der symmetrisch gebaut ist. Ne? Also ich baue das jetzt einfach Ja, mal ja. wieder hin und beobachte es mal. Ja, ist echt strange. Strange. Also wir wollen ja nicht, dass jemand verunglückt. Nee, da musst du ein paar Schilder aufstellen. Vorsicht. Tief gefallen.
So, wir machen. Ne, ich lasse den Wagen mal unten stehen. Falls jemand einen braucht, kann er sich den da mitnehmen. Slide. So, und ich glaube, ich mache hier mal einfach zu. Ich mache hier mal zu. Geht nicht. Das geht nicht. Ich denke mal wegen der Treppe. Nicht genug Space. Das ist interessant. Whew.
this in here? Okay. Ich kann die Lichterketten nicht drehen, das ist schade. Kann die nur senkrecht aufhängen? Senkrecht, horizontal, waagerecht. Solltest du noch welche brauchen, sag Bescheid.
Cesaris VB und schau mal, ich habe das jetzt so benutzt, was aussieht wie so ein billiger Vorstadt-Autohändler. Man kann die echt nur so aufhängen, ne? Aber ich finde, es hat was, oder? Sag mal. Interessant ist ja, dass es gar keine, die geben kein Licht. Also sie leuchten, geben aber kein Umgebungslicht. Und ja. Ich habe die dann doch die Netze genutzt, weil da kann man durchgucken. Das ist halt jamaikanische Autohaus. So, ich finde es auch ganz cool. Die Dinger an der Seite kriegen alle noch diese blauen Schilder. Vollständig. Und dann habe ich überlegt, vielleicht hier quasi den zweiten Stock zuzumachen und auch noch blau zu machen. Dann ist das ein durchgehendes Gebäude. Das ist unglaublich viel Holz. Ich brauche für ein so ein Schild hier, das sind 1000 Holz. Also keine Ahnung, wie viel das wären. Ich denke so an die 100. Also 100.000 Holz. Aber ich habe ja sonst nichts zu tun. Auf jeden Fall bekommen die die Ecktürme. Werden zuerst blau gemacht. Also ich bin schon so durch. Die Ecktürme zuerst und dann werde ich mich nach innen vorarbeiten. Hier hatte ich vorhin auch schon angefangen. Erstmal die Breite, die ziehe ich dann hoch. Dazu brauche ich ein Baugerüst. Leider. Aber das wird cool. Das wird auf jeden Fall cool. Und dann, das ist auch dieser Reporter, dieser Mike irgendwas. Mike the Vibe oder so. Der immer diese Rust-Interviews macht, der irgendwie Leute besucht und so. Ich weiß nicht, ob es ein Autohaus gibt, aber den werde ich mal drauf ansprechen, ob er nicht mal vorbeikommen will. Ein bisschen Promo macht. Ja. Wenn ich die Schilder hier hinbekomme, denn hier gab es dann schon das Problem, ich kann keine Schilder ansetzen. Das ist dann noch das andere Ding. Weil es ist nämlich gar nicht so einfach. Hier nix, da geht gar nichts. Auf der Seite kein Problem. Verstehe ich nicht. Nein, naja. Naja. Es geht nicht. Hier geht's dann wieder. Und die müssen halt auf diese Strebe da in der Mitte.
Ich meine, ich glaube, du kennst das ja schon, ne? Meine Würfel, die blauen Würfel und die Probleme, die ich da schon hatte. Aber gar nicht, absolut gar nicht, das habe ich auch noch nicht gesehen. Außer bei einem aktuellen Würfel. Da fehlt eine Seite, geht gar nichts. Da habe ich die Wände dann rumgedreht, dann ging's. Vorbeilaufender Schlawiner. So, und hier muss schon das Baugerüst dran. Später. Ich muss eine Stunde weg. Dann habe ich auch noch Fahnen und Wimpel. Hier ist das Büro von dem Schlipsträger. Offen natürlich, so stelle ich mir das vor. Und statt der Aktenschränke habe ich die locker genommen. Ja. Da hinten Reparatur. Tiefgarage mit dem Ausgang da hinten dann. Und ich verabschiede mich jetzt hier. Und dann sehen wir uns später noch mal. Vielleicht. Ja, ich sag mal, eher morgen früh oder so. Ja. Wir dann morgen früh und vielleicht der eine oder andere Zuschauer noch mal später auch. Ja, und dir dann eine gute Nacht, Chef. Und wenn ich Darius noch mal sehe, dann quatsche ich ihn noch mal an wegen der Bolt. Nüsper. Gute Nacht. Na. No.